So, wir sind auf dem Weg nach oben in Alanya, in der Altstadt eher. Wir verraten euch gleich, was wir hier machen. Die Alexandra fährt wie eine verrückte Türkin über die Serpentin. Ich habe immer Angst, wenn die fährt. Ich fahre hier so vorsichtig. Aber ich hatte jetzt schon einen Unfall. Zwei. Na gut, bei dem einen konnte ich gar nichts für. Mit dem anderen auch nicht. Ja, auf der falschen Spur jemand entgegenkommt um die Kurve. Gut, also wir gucken mal, wo wir hier hin müssen. So, das Navi hat uns etwas merkwürdig geführt. Jetzt laufen wir einfach den Rest. Ich habe die extra gerade gefragt, können wir denn da parken? Das siehst du doch. Hab doch schon geparkt. Ja, aber da parken auch Leute. Also irgendwie, solange man sich irgendwo hinschlängert. Guckt euch das Wetter an, meine Freunde. Wir gehen mal hier an die Mauer und werfen mal einen Blick hier auf die Aussicht. Ja, wir sind hier an der Burg, also an dem roten Turm. Und heute ist mega geiles Wetter, perfektes Frühlingswetter. So 23, 24 Grad im Schatten, die Sonne brennt. Ja. Und Alexander läuft hier. Und hier sind die Ausflugsschiffe. Ja, die Piraten der Karibik. Nee, Piraten von Alanya. So, wir sind jetzt hier am Rande des Burgbergs und gehen jetzt hier im Harmony Boutique Hotel was frühstücken. Da war die Alexandra schon mal und die fand das so toll. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag, das erzählen wir gleich noch. Und jetzt gucken wir erstmal, ob wir einen schönen Platz kriegen. Und dann gibt keine schlechten Plätze. Und dann mal was Leckeres frühstücken zusammen. Die Alexandra hat gerade gesagt, hier gibt es keine schlechten Plätze und sie hat recht. Hier kann man eigentlich nicht verkehrt sitzen. Ist ja der Hammer hier. Ist ja super. Im Winter wahrscheinlich wird es hier runtergelassen, aber hier so Frühling, Sommer, Herbst ist ja der absolute Wahnsinn. Ne? Und es ist auch gar nicht mal so teuer hier. Ne? Und die Qualität war super. Ne? Ja, ja. Halt ja. Obst auch zum Frühstück, was hier relativ selten ist. Ja, super. Die Alexandra hat eben sehr, sehr gut in Türkisch bestellt und erklärt, dass wir ein großes Frühstück haben wollen, aber ohne Fleisch. Und das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr kein Fleisch essen solltet, für die ist Wurst nicht gleich Fleisch. Also er hat aber irgendwann mal gefragt, auch ohne Wurst und so. Ja, ja, auch kein Wurst und kein Schinken und so. Also am besten detailliert erklären, was man nicht isst. Ja? Und dann hat er gesagt, er kommt halt mehr Gemüse und Obst dazu. Das ist halt super. Also kann man das hier auch immer anpassen. Ihr werdet gleich sehen, es wird so ein riesiger Tisch mit leckeren Sachen werden. Und wir werden mal den Vormittag dann hier genießen. So, wir gönnen uns jetzt mal ein richtig leckeres Frühstück hier. Das wird total cool. Hier sind auch noch Nüsse, frische Walnüsse dabei und so. Richtig toll. Was hier auch dabei ist, ist Erdnussbutter. Das gibt es nämlich auch sonst normalerweise nicht. Ja, und wir genießen das jetzt mit diesem Ausblick hier und lassen uns das mal schmecken, um den besonderen Tag zu feiern. Den werden wir noch nicht verraten. Den verraten wir ganz am Schluss. So, die Überraschung des Tages ist, dahin sitzt übrigens die Alexandra und er redet mit ganz lieben, netten Zuschauern. Die haben uns hier gesehen, wir haben uns nett unterhalten. Und die Überraschung des Tages ist, die Alexandra hat heute Geburtstag. Die Alexandra wird heute zweimal 24 Jahre alt, hat sich gut gehalten, ja. Und wir hatten jetzt einen ganz tollen Vormittag, unterhalten uns jetzt gerade mit den Zuschauern. Und die Zuschauer haben uns zum Essen eingeladen. Ich wollte gerade bezahlen, ja, und die haben gemeint, nee, ist schon bezahlt worden von den netten Paar da. Total lieben Dank nochmal für die Einladung, ja. Das war jetzt total lieb und nett, einfach mal so ganz aus dem Bauch raus. Die haben gemeint, ihr habt uns so geholfen mit den Videos und so. Ganz toll. Und die sind jetzt auch eine ganze Weile hier, schon seit 7 Monaten und sind jetzt von Mammutlar nach Kessel und die hatten noch einen ganz wichtigen Hinweis, den wollte ich euch in diesem Video nochmal mitgeben. Und zwar, der Mann wollte ICAMET beantragen und war in einer Mietswohnung. Ja? Und der die Mietswohnung besitzt, hatte größere Schulden bei der Stadt oder bei der Türkei. Ja? Und das haben die gesehen und haben gesagt, nee, wenn du ICAMET haben willst und du wohnst in dieser Mietswohnung, dann musst du jetzt die Schulden bezahlen von deinem Vermieter und holst sie dann wieder zurück. Da hat er gesagt, nee, das läuft nicht und so. Hat dann den ICAMET-Antrag quasi abgebrochen und hat dann halt dem Druck gemacht, dass der seine Schulden bezahlt, damit er ICAMET bekommt. Aber ihr werdet unter Umständen, wenn ihr bei einem Vermieter seid, der hier den Staat bescheißt und seine Schulden nicht bezahlt, könntet ihr Probleme kriegen. Also das wollte ich noch mal sagen. Also Augen auf bei der Vermietersuche. Wir werden ja auch ab nächstem Jahr Wohnungen vermieten. Bei uns könnt ihr euch zu 100% sicher sein, dass bei uns alles perfekt bezahlt ist. Jede Steuer, alles. Aber es gibt hier auch Leute, die ja so ein bisschen Freestyle hier fahren. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also das ist nochmal ein Hinweis, das habe ich noch nie gehört. Und die erzählen jetzt gerade ganz interessante Geschichten über, wenn man
wenn man in der Schweiz gearbeitet hat, aber Österreicher ist und dann mit dem Auto hierher will, das funktioniert auch nicht so gut. Da kriegen wir gerade voll die Storys erzählt. Also liebe Grüße nochmal. So, da geht mein Supermodel. Ja, wir hatten jetzt einen ganz tollen Vormittag hier und jetzt mal gucken, ob wir noch eine kleine Shoppingtour nochmal machen. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Aber das Wetter ist so schön hier und das liegt hier so in der Burg. Also dieses Hotel ist wirklich ganz toll. Hier haben auch super schöne Zimmer, die nach vorne rausgehen und wo man auf die Bucht gucken kann. Also ich glaube jetzt wirklich so in der Vorsaison und in der Nachsaison, wenn man ein schönes, kleines, süßes, ruhiges Hotel sucht, ist es perfekt. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie es im Sommer ist, weil dann kann es natürlich schon sein, dass dann abends mehr Halligalli ist dann im Hafen. Aber jetzt müsste das eigentlich noch ziemlich gut sein. Ja, und hier seid ihr halt mitten hier in antiker Stadt. So, da die Alexandra ja Geburtstag hat, tanken wir heute mal voll. Nein. Hier ist ja ein bisschen günstiger, aber nicht so günstig. Hier kostet auch ein Liter Benzin 1,50 oder so, ne? 1,50 Euro. Ja, wir laufen aber hier gerade über eine Tankstelle und wir wollten mal einen Blick hier reinwerfen. Hier ist ein Fiat-Händler. Wir wollten einfach mal gucken, weil wir uns den nächsten Morgen gerne ein Auto kaufen würden. Ja, einfach mal schauen, ne? Ob wir was finden. Jetzt sind wir hier bei unserer Klasse hier. Wir brauchen ja irgend so einen Kastenwagen. Wir sind ja 5 Personen und wollen gerne mal irgendwo auch mal Ausflüge machen, einkaufen und so. Und so wirken die schon ganz schön groß, ne? So im Verkehr. Wir hatten so was Ähnliches, ja, wir hatten früher einen Citroën Berlingo. Und ja, ja. Dann waren wir wirklich eigentlich sehr zufrieden. Ja, ja. Bis wir uns dann auseinandergefahren. Ja, der war sehr, sehr alt, ne? Ja, ja. Ja, mal gucken, ob wir hier mal einen Verkäufer finden, damit wir mal reingehen können. Und mal schauen können, ob uns das so vom Interieur passt. So, wir gucken uns hier gerade mal an. Also von der Größe her ist das echt sehr, sehr gut für uns. Also man hat hier 3 hochvollwertige Sitze hinten. Wir haben genügend Platz vorne. Und hier würde auch eine Rückfahrkamera dabei sein. Sensoren vorne und hinten. 6-Gang Diesel, 120 PS, 1,6 Liter sind die, glaube ich. Und wir würden die wahrscheinlich in Weiß nehmen, weil alle anderen Farben sind halt einfach, es wird zu warm, ja. Und wir müssten den aber bestellen. Dann sind die so nach einem Monat, 2 Monaten, schätze ich mal, da. Müssen wir nochmal genau gucken, was wir da im Vertrag machen. Da werden wir wahrscheinlich den Mietin mit hernehmen, wenn wir hier mit dem Vertrag machen. Und aber der ist sehr gut bewertet hier, der Händler, auf Google. Und ja, so ein Auto wäre schon genau das Richtige für uns, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja. Und ist auf jeden Fall genügend Platz dann für uns. Vor allem, es ist trotzdem nicht viel länger als ein Kombi, ne? Sagen wir 1, 2, 3, 4, ja? Unser Bus war 5 Meter lang. Das ist wahrscheinlich 4,50 oder so. Das ist ja auf dem Chassis von einem längeren Golf, ne? Oder ein kleiner Kombi oder so, ja? Also schon cool, ja? Aber müssen wir eine Miete mitnehmen. Ohne das ist das mit der Kommunikation sonst schwierig, weil es ist jetzt gerade ein anderer Kunde da, der Deutsch spricht. Ja, ja. Der hat uns jetzt ein bisschen geholfen, aber sonst wird es echt schwierig. Also da reichen meine Türkischkenntnisse nicht, vor allem nicht mit so technischen Sachen. Ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht. Ja, genau, ja. So, zum Abschluss des tollen Vormittags sind wir jetzt nochmal in die Aquaresidenz gefahren. Ey, das ist so schön hier, weil das ist so toll geschnitten hier, weil die Sonne hier so gut reinkommt. Also den ganzen späten Vormittag und Nachmittag bis zum Abend ist das drin. Und die Alexandra wollte ich eigentlich gerade filmen, wie sie auf dem Dings liegt, aber sie hüpft jetzt. Du bist jetzt aber hier. Ich gehe auch mal ins Wasser. Aber es geht. Tschüss.